Irania Bites. Und somit herzlich willkommen zu Gothic 1. Ja, ich hatte das Spiel schon seit Ewigkeiten vorgehabt, mal zu spielen. Und eigentlich hatte ich geplant gehabt, jetzt nach Raft Sons of the Forest zu zocken. Aber die brauchen ja noch ein bisschen, um aus dem Early Access rauszukommen. Und daher ziehe ich dann jetzt stattdessen Gothic vor, die Saga. Gothic 1, 2, die Nacht des Raben und dann 3. Und ja, ich würde dann auch jetzt direkt dann mal starten wollen. Und dann versuchen wir mal, dass es auch klappt. Ansonsten, ich hatte jetzt ein paar Mal versucht gehabt. Da hatte aber das Intro-Video hier irgendwie, wurde nicht mit aufgenommen. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich im Nachhinein irgendwie auf Deutsch versuchen, nochmal die Szene nachträglich rein zu editieren. Dann sehen wir uns gleich im Video. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm! Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, und damit jetzt noch einmal auch offiziell herzlich willkommen zu Gothic 1.
Ja. Wie mache ich das jetzt hier? Ne, ich muss das wahrscheinlich so machen. So. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Fragen wir mal. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Oder nee, wir fragen jetzt erstmal, warum hast du mir geholfen? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Erstmal Welpenschutz. Okay. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ja, jetzt, wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Ja, okay. Und wo finde ich jetzt diesen Bullet? Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ah, okay. So. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist jetzt Gomez? Also, nur so als kleine Info zwischendurch. Ich spiele Gothic auch überhaupt das allererste Mal, die komplette Saga. Ich habe mir Gothic 2, die Nacht des Raben, so ein bisschen ein paar Folgen von der lieben Hel gesehen. Die hat mir das auch ebenfalls empfohlen. Hel's Play kann ich euch gerne auch in die Endcard reinpacken. Und ich spiele das absolut blind. Also es wäre auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr hier Sachen seht, wenn ihr schon von klein an oder vom Release an das Spiel gespielt habt, dass ihr Sachen seht, die ich da nicht sofort auf den ersten Anblick erkenne, sehen werde oder sowas. Dass ihr da wahrscheinlich auch ein bisschen so getriggert fühlt, wie dumm ich mich da anstelle. Aber mir ist das auch egal. Ihr könnt euch auch gerne ein bisschen ausragen unten in die Kommentare. So. Ich werde das aber trotzdem so spielen, wie ich das finde. Bitte spoilert aber nicht. So, das ist mir wichtig. Ich will das erste Mal Erlebnis von Gothic gerne mitnehmen. Und vielleicht erkennt ihr euch da auch sogar selber wieder, wie ihr damals beim allerersten Mal spielen euch vielleicht auch selber dumm angestellt habt. Ich werde definitiv mich dumm anstellen. Aber ich schau mal, wie wir das hier jetzt auch hinkriegen. Ich werde versuchen, so gut es geht, nichts zu googeln. Also nicht so wie bei Arena, Elder Scrolls Arena. Da musste ich öfters mal googeln, um voranzukommen. Hier will ich das eigentlich komplett unterlassen. Und dann fragen wir mal jetzt auch, wer Gomez ist. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Wie kann ich mich Gomez-Leuten anschließen? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten.
Ah, okay, die Steuerung ist ja so. Okay, ist schon interessant. Wie, hier haben wir eine Fackel. Wie nehme ich die auf? Muss ich gleich hier einmal gucken. Steuerung, Tastatur. So, Aktion, Left Control. Da würde ich eher E machen wollen dafür. Ändere ich das mal ein bisschen. Genau, springen, Right Alt und Space. So, okay, dann haben wir das. Kann ich das... Hä? Habe ich das jetzt nicht geändert? Wünschtaste bestätigen. Left Control E habe ich jetzt wahrscheinlich jetzt draus gemacht, oder wie? Ich würde das jetzt gerne nehmen wollen. Dann kann ich das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht nehmen. Hier kann ich auch hingehen. Hä? Habe ich dann jetzt erstmal wahrscheinlich noch Schwierigkeiten, hier irgendwas zu machen. Jetzt stecke ich fest. Wenigstens das funktioniert. Warum brenne ich jetzt in Blau? Weil ich hier wahrscheinlich schon oben die eine Grenze ist. Aber ich würde die Fackel jetzt gerne nehmen wollen. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Ein Brief? Warum kann ich die nicht nehmen? So. Oder ich schau mal, ob ich dann vielleicht mit dem Controller das sowas spielen kann. Ob das damit möglich ist. Nein, mit Controller geht das nicht. Oder warte. Ich gucke nochmal. Nee. Warum kann ich nicht nehmen? Ich bin mal gleich wieder da. Ich muss jetzt tatsächlich wirklich googeln, wie die Steuerung funktioniert, weil ich blick da jetzt gerade nicht durch. Es funktioniert nicht hier mit dem Aufnehmen bei mir. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Das heißt, man könnte... Ah, okay. Man muss von Pfeiltaste nach oben dann auch drücken. Das steht hier nicht drauf. So, Left Control steht da, Aktion. Oder steht da irgendwie anders was? Nee, steht nicht. Ich muss schon wirklich auch die Pfeiltaste drücken, statt... wieso kann ich jetzt nicht laufen? Habe ich jetzt... Warte mal. Nee. So. Ja. Ah, okay. So, aber jetzt will ich auch die Fackel aufnehmen. Und... Also die... Wo finde ich das jetzt alles im Inventar? Egal. Wir gehen mal weiter. Wir werden die Steuerung noch alles erlernen und so weiter. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. So,
ist das jetzt schon das alte Lager, oder? Greifen die mich an? Ah, okay. Ich muss schon... Ich raff das gerade nicht. Ah, ich muss die Steuerung gedrückt halten. Und die Pfeiltaste. Kann ich mit ihm quatschen? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Er sieht so bescheuert unter ihnen aus, stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Mhm. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen geschlagen. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Hm? Sie haben eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Jo, danke schön. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. So, dann quatschen wir noch mit dem Gardisten. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ah, ich muss nicht unbedingt die Pfeiltasten. Ich kann auch WASD machen. So. Eine Fleischwanze. Ah, okay, mit WASD kann ich auch aufnehmen. Dann brauche ich nicht immer auf die Pfeiltasten zu gehen. Das ist super. Kann ich irgendwas mit der Fleischwanze machen? Ich glaube, wir werden sehr oft drauf gehen. Ich glaube, ich speichere auf. Einmal kurz Spiel speichern. So. Oh, Pfeil. Nehmen wir mit. Nein. Ah, komm. So. Das nehmen wir mal mit. Ein Becher. Können wir vielleicht verkaufen. Truhe. Ja, genau. Bier nehmen wir mal mit. Wie machen wir das? Wie nehmen wir das rüber? Wie kriegen wir das? War da jetzt was? Ah, okay. Und jetzt?
Ah, okay. Ich dachte, das Spiel ist jetzt hängen geblieben. Hat der irgendwas? Nö. So, wir haben hier jetzt Nahrung, Tränke, Schriftroll, Brief an Feuermagier, verschiedenes, Becher, Erzbrocken, Fackel. Kann ich den ausrüsten irgendwie? Ah, okay, so kämpft man. Ja, ich muss jetzt erstmal so oder so lernen, wie das Spiel funktioniert. Und eine Spitzhacke. Hier haben wir eine Mine, gehe ich mal von aus. Ich glaube, da sind wir noch nicht für gewappnet, gegen den da zu kämpfen. Gehen wir mal lieber runter. Gibt's hier auch noch was? Oh, ich muss hier schon aufpassen, wie viele Leute hier einfach tot hängen oder rumliegen. Da sind schon Viecher und ich habe noch keine Waffe, oder? Waffen, doch Spitzhacke und Pfeil. Benötigte Stärke 7. Wo sehe ich, welche ich habe? Hier haben wir noch mal ein paar Pfeile. Warte. So, Pfeil nehmen wir mit. Noch eine Fackel. Da ist ein Schwert. Altes Schwert. Dann machen wir das hier auf die 1. Ja. Okay, wir sind wenigstens bewaffnet. Dann mache ich hier auch nochmal ein Safe Game. Slot 1, Return zum Speichern in diesem Slot. Return. Wenn ich jetzt auf Spiel laden gehe. Welt World gespeichert. Ich hoffe, das bleibt dann so. Hier haben wir noch ein paar Pfeile. Und was ist das? Ein Knüppel. Okay, wir versuchen es mal. Ja, komm. Aua. Autsch. Komm. Wieso treffe ich denn nicht? Ich will den... Komm. Ich will die Erfahrungspunkte. Jo, okay, das haben wir geschafft. Wie mache ich jetzt meine Gesundheit wieder voll? Kann ich das essen? Junger Scavenger. Wie esse ich das jetzt? Ah, okay. So, was hat der? Okay, der hat ein bisschen Fleisch. Und da vorne war noch ein Scavenger. Nein. Aua. So, und noch. Oh, komm. Ich will den treffen. Alter, kann doch nicht sein. Der weicht mir auch übelst aus. Nice. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. So. Nehmen wir auch noch mit.
dann gehen wir hier jetzt mal runter. Vielleicht auch nochmal ein Savegame machen. So. Ist wichtig. Und dann hoffen wir mal... Ist das da schon das alte Lager? Ein Orkblatt. Und Seraphis. So. Da vorne sehe ich auch noch wieder was. Waldbären. Da ist ein wieder junges Scavenger. Sind das Verbündete, Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal an denen vorbei. Manche lernen. Ralford. Und Drax. Okay, die sind jetzt keine Feinde. Gehe ich mal von aus. Komm, den holen wir uns auch noch. Komm. Aua. Die haben mir die Erfahrungspunkte weggenommen. Was soll denn das? Das waren meine Erfahrungspunkte. So, egal. Und da sind auch noch wieder welche. Und hier haben wir auch noch einen erlegt. Hallo, Herr Brückenwache. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Und hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ja, okay. Na, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ja, ich habe schon bereits eine Spitzhacke. Vielleicht kann ich die mir geben, verkaufen. Ich glaube, das ist wirklich das alte Lager da vorne. Waldbären. Oh, was haben wir hier? Bier. Nice. Hallo, ich will das Bier. So. Man muss schon richtig davor stehen bleiben, dass man das nehmen kann. Also gefühlt. Und noch einen Becher kann ich auch bestimmt verkaufen. Das sieht wirklich für mich nach dem alten Lager aus. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn hier im Lager treffen. Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, bevor ich das hier sage. Aber ich bleib mal. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Gut, was heißt wie immer? Also, da kann ich nicht fragen. Gardist? Schatten, Gardist. An der Geschichte muss wohl doch was sein, aber nicht besonders schlau. Butler. Und noch ein Schatten. Hey, du! Ja? Okay. Yo. Wie das aussieht da oben. Krass. Da haben wir wieder einen Butler. Noch einen Butler. Was hat er hier? Ich gehe lieber nicht ins Feuer. Da haben wir noch einen Schatten. Da hast du doch mal Glück gehabt. Ah, okay. Die meckern schon sofort. Wenn ich da in irgendwelche Häuser reingehe.
Hätte aber auch gern ein Haus. Hm? Schaf. Ne, Snap, oder? Snap. Snuff. Mut. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Verpiss dich. Bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Hä? Was will der von mir? So, Fletcher? Aber wo ist denn Diego? Bin ich jetzt Diego? Fingers. Seinen Namen kommentiere ich mal besser nicht. So, noch ein Buddler, noch ein Schatten. So. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Verpiss dich, Alter. Nee. Ist das schon Diego? Nee, das ist Schatten. Guy? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ich muss nicht, jeder wissen, dass du wahrscheinlich auf dich. Okay, ein Guy aus Rustler ist da. Wo ist ein Buddy? Hier ist ein Butler. Huno. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hingehst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nee, verpiss dich, geh weg, ich will dich nicht. Ich will dich nicht als Begleiter haben. Alter. Ich halte mich da lieber raus. Wo kommen wir hier jetzt? Okay, das haben wir überlebt. Ist das Diego? Okay, der Dude ist weg. Immerhin. Ah, so können wir ganz normal laufen. Das ist cool. Das ist wirklich nicht mein Problem. Geht das keine Mine? Ich dachte, das wäre eine Mine. Ach nein, da kommt er wieder. Ach nö. Schatten. Modra. Wo finde ich einen Gardist? Wo finde ich jetzt Diego? Torwache. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Digga, Mut, verpiss dich. Ich will dich nicht bei mir haben. Nee, warte, das stecke ich lieber wieder ein. Wie springt man nochmal? Kann ich mit dem quatschen einmal? Nein. So. Na, wie steht's? Ich will wissen, was hier im Lager alles gibt. Wer ist hier der Boss? Ich würde mich gerne den Schatten anschließen. Wo finde ich? Taurus, Diego. Wo finde ich Diego? Tagsüber steht er für gewöhnlich bei Taurus am Eingang zur Burg. Okay, wo finde ich dann den Eingang zur Burg? Ich will wissen, was es hier im Lager alles gibt. Frag am besten die Butler. Die haben sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Ja, okay. Okay, wo finde ich jetzt Diego? Hm? Kessel? Kann ich nichts mitmachen, okay. Doranis? Ja, was machst du hier? Was machst du hier? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Der Schläfer? Du kämpfst in der Arena? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Okay, was ist der Schläfer? Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon.
Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Ich glaube, das fragen wir mal ein andermal. Ich will jetzt eigentlich zuallererst zu Diego. Karim. Gut, dass Mutti jetzt nicht mehr da ist. Scatty. Ich würde aber wirklich jetzt gern wissen, wo Diego ist. Fingers. Snap haben wir hier wieder. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Dir werde ich das auch nicht verraten. Geh weg, Mut. Das sieht nur aus, als wäre das hier... hier haben wir Torus. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! Okay, dann muss ich erstmal mit Torus quatschen. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Ich will für Gomez arbeiten. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ja, ich würde gern, würdest du mich bei einer entsprechenden Menge Erz in die Burg lassen? Ich muss in die Burg, ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich will für Gomez arbeiten. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Herr Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Okay, wo bin ich jetzt, Diego? Wir wissen, wo der ist. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher okay. Muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Ich muss in die Burg. Das werde ich lieber lassen, diese eine. Ansonsten haben wir Probleme. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Ja, will ich. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Okay. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Okay. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Mhm. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Wo finde ich Mordrak? Soll ich den Kerl umbringen? Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay, wo finde ich ihn? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager.
Ah, okay, den hatten wir schon gesehen. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ah, okay. Ich kümmere mich darum. Ja. Würdest du für mich eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Nee, das lassen wir mal. Wir erledigen die Quest für ihn. Suchen aber zuerst Diego. Aber das machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.